Amsterdam. Ich hoffe, wir sind drauf. Wir werden es gleich hier auch nochmal sehen. Aber ja, schön, dass ihr mit uns heute einen Teil eures Abends verbringt. Es ist der erste, beinahe der erste SEO-Livestream mit mir, dem Money, oder auch als Community Manager Fero bekannt. Und an meiner Seite heute ist Henry, Hallo. der hier bei Perfect World aus unserem Übersetzungsteam ist für die deutsche Sprache. Und ja, wir werden euch heute ein bisschen Spaß bereiten, hoffe ich, ein bisschen mit Informationen versorgen. Und ja, warum den Stream überhaupt? Wir hatten zu Legacy of Romulus, ein paar Wochen zuvor, hatten wir einen kleinen Spezialstream gemacht über den neuen Content, damals auf dem Triple Test Server. Und einige Leute haben seitdem immer wieder gefragt, ja, wann ist denn mal der nächste Livestream von SEO? Hier ist er. Und wir werden sehen. Vielleicht machen wir daraus eine regelmäßige Sache, vielleicht eine monatliche Sache. Wir werden sehen. Und generell auch während des Streams und auch gerne nachher im Forum oder auf Facebook könnt ihr uns Feedback zum Stream geben. Wie es mit der Zeit ist, ob euch die Zeit so recht ist, ob ihr schon, ja, ob ihr es lieber früher hättet, lieber später, am Wochenende, ich weiß nicht. Vielleicht auch am Wochenende, können wir auch mal einrichten. Wir müssen uns hier auch ein bisschen nach unseren Kollegen richten, denn um 19 Uhr sind jeweils die Neverwinter Livestreams, jeden Tag, für Deutsch, Französisch, Türkisch, Polisch und Italienisch. Darum müssen wir uns ein bisschen danach richten, aber wir können uns dann anpassen. Und heute haben wir 20:30 Uhr gewählt, was, denke ich mal, ganz ordentlich ist. Jeder sollte zu Hause sein. Die Sonne ist noch warm, aber auch schon bald weg. Selbst hier ist es übrigens sehr heiß, auch in diesem Zimmer. Ich schwitze mir jetzt schon den Arsch ab. Aber ja, wir werden sehen. Habe ich Polnisch gesagt? Ich meinte Polnisch. Sehe ich gerade im Chat. ja, der polnische Stream. Und je nachdem, gebt mir auch bitte Feedback im Stream schon mal, ob ich gut zu hören bin. Ich habe die Angewohnheit, etwas leise zu sprechen manchmal. Aber sobald ich sehr leise werde, versuche ich mich anzupassen und das zu ändern. Ja, gut. Zum Programm von heute. Was haben wir vorbereitet? Wir haben, ihr könnt uns während der Zeit im Stream gerne Fragen stellen. Wir werden sie, soweit wir können, euch beantworten. Soweit, wie wir es wissen und wie wir es sagen dürfen, je nachdem. Und ja, was haben wir für euch vor? Ihr könnt was gewinnen heute. Wir haben zwei kleine Gewinnspiele für euch. Dazu gleich nochmal mehr. Wir werden ein bisschen über die laufenden Events quatschen in SEO gerade. Ein bisschen über das Community-Treffen reden, was wir Anfang Juli in Berlin hatten. Einige von euch, ich habe es im Chat gesehen, ich erkenne schon einige Namen wieder, wie Jack Reed und wer war da vorhin noch? Ich habe es nicht gesehen. Aber einige habe ich schon gesehen, die auch in Berlin dabei waren. Da werde ich noch mal ein bisschen drüber sprechen mit euch. Und wir werden ein bisschen über die Neuigkeiten in SEO reden, welche Blogs zuletzt rausgekommen sind. Und welche neuen Features euch in der nächsten Zeit hier erwarten mit SEO. Und ja, und am Ende haben wir nochmal das zweite Gewinnspiel, wo es auch nochmal ein bisschen was zu gewinnen gibt, aber dazu später mehr. Schon mal zum ersten Gewinnspiel. Das ist relativ simpel für euch. Ich schalte mal eben um. Wir haben eine Facebook-Seite, viele werden es wissen, StarTrekOnline.de. Und dort findet ihr ein Bild, was wir gepostet haben zu diesem Livestream. Dieses Bild sollt ihr teilen an eurer Wand. Und ihr könnt Folgendes gewinnen. Holt's mal eben rüber, Henry. Natürlich. Und zwar ein schönes Star Trek Schachspiel. Ein Schachspiel. Ja, mit Wiedererkennungswert. Bekannte Figuren: Picard, Worf, Data, kann man es sehen. Ich weiß ein bisschen falsch. So. Ja, wunderbare Sache für alle Fans. Das haben wir hier bei uns noch in unserem Schränkchen gefunden und dachten, das bringen wir doch mal mit heute Abend und hauen das nochmal raus. Also wie gesagt, geht auf Facebook,
teilt unseren Post über den Livestream. Und am Ende des Streams oder nach dem Stream wahrscheinlich gehe ich die Liste durch und werde zufällig einen Gewinner auswählen und der darf sich schon über das Schachspiel freuen. So einfach wird das sein. Ich weiß nicht, ob Schachfreunde dabei sind noch, aber es ist ein nettes Teil. Was haben wir da auf einer Fanseite teilen? Also Hauptsache ihr... Ich kann es auch mal zeigen, wie man teilt. Ihr klickt auf das Bild und klickt auf Teilen und das war's schon. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, sind eure Privatsphäreneinstellungen, die ihr vielleicht zumindest für den Moment etwas entschärft, denn die Liste, die jetzt schon bei 23 ist, wie ich sehe, sehr schön, da werden je nach Privatsphäreeinstellung nicht alle Leute mir angezeigt. Denn wenn ihr sagt, ich teile Bilder, aber das soll nur ich sehen oder das sollen nur meine Freunde sehen, dann kann ich das leider nicht sehen. Also achte darauf vielleicht ein bisschen und ja, gegen Ende des Streams, nach dem Stream, werden wir dann gucken, wer gewonnen hat und nehmen dann mit euch über Facebook Kontakt auf. Und ja, soweit erstmal dazu. Ihr könnt es auch gerne euren Freunden weitersagen, euren flotten Kollegen, ey, da läuft ein Gewinnspiel. Also, auf geht's. Dann, was haben wir als nächstes? Ja, die Events. Welche Events laufen denn? Wir haben vor einigen Wochen, am 5.7. schon, haben wir das Fauni Sommer Special gestartet. Und zwar ist das ein Wettbewerb, bei dem ihr coole Preise gewinnen könnt. Ähnlich wie das Star Trek Schachspiel sind das Star Trek Goodies. Das können Bücher sein. Das muss ich mir noch genau überlegen. Wir haben auch, haben wir das noch hier, das Bild? Oder haben wir es verlegt? Das Bild? Ich glaube ja, doch. Meinst du das? Es könnte zum Beispiel dieses Bild sein, ein 3D-Artwork von der Enterprise. Solche Gegenstände könnt ihr dort abstauben. Und ihr müsst, naja, nicht viel tun, ist ein bisschen untertrieben. Ihr sollt schon eine schöne Fauni-Mission erstellen. Und die nämlich das Sommer, den Sommer. Den Sommer zum Thema hat. Ja, vielleicht findet eure Mission auf Risa statt, vielleicht komplett auf Risa, vielleicht startet sie dort und ihr werdet aber auf eurem Urlaub gerissen. Es soll auf jeden Fall das Sommer zum, ich sag mal das Sommer, den Sommer zum Thema haben. Und ganz wichtig, ihr markiert bitte, wenn ihr denn mit der Mission fertig seid, das läuft noch knapp einen Monat, also ihr habt noch genug Zeit, Sommer-Special im Titel tragen, sodass wir die im Spiel leicht identifizieren können. Und ihr müsst sie dann zumindest vor Ablauf des Einsendeschlusses bei Cryptic auch einreichen, sodass ihr die nicht mehr bearbeiten könnt. Ja, und dann haben wir eine kleine Voting-Phase und dann holen wir uns da die Gewinner raus. Also wenn ihr eh schon an Fauni-Missionen arbeitet derzeit, gerne bitte mit Sommerthema und zu diesem Wettbewerb, um noch mehr daraus zu holen. Und ja, eine zweite Sache ist noch die Flotte des Monats. Wie ihr wisst, wahrscheinlich, ich nehme es mal an, küren wir jeden Monat die Flotte des Monats, seit einem Jahr knapp schon. Und wir suchen derzeit die Flotte des Monats für den nächsten Monat, für August. Und ihr könnt, wenn ihr dort noch nicht teilgenommen habt, beziehungsweise wenn ihr noch nicht zur Flotte des Monats gewählt worden seid, könnt ihr euch bewerben. Ihr findet in unserem Forum dort ein Feld dazu. Ihr könnt mir dann entweder eine Privatnachricht im Forum schicken oder per Mail an fero@perfectworld.com eine Mail schicken, beziehungsweise euer Flottenleader schickt mir dann eine Mail mit einer kleinen Vorstellung und ich suche mir dann aus all den Bewerbungen die nächste Flotte aus. Die mir am besten gefallen hat, die mich am meisten geflasht hat, wie es in Neudeutsch heißt. Ja, dann werdet ihr mit eurer Flotte in einem eigenen Blog auf unserer Webseite erscheinen und so große Bekanntheit erlangen. Ich muss weniger reden, ja gut. Du musst nicht. Ich versuch's. Du kannst mich gern unterbrechen. Nochmal eine Sache zu euren Fragen. Also ihr könnt, wie gesagt, gerne Fragen stellen.
zu neuen Content oder was auch immer, zu Problemen, die ihr vielleicht habt. Wenn ihr die Frage stellt, schreibt am besten groß davor Frage, damit wir das ein bisschen, ich meine, noch ist es im Chat recht human, aber falls es nachher durchrattern sollte, schreibt am Kennzeichen am besten euren Post mit Frage, dass wir sehen, huch, da ist eine Frage, die wir beantworten können. Ja, wie gesagt, Flotte des Monats, ihr habt noch Zeit, bis Ende der Woche, bis Sonntagabend, das einzureichen und ja, dann sehen wir, wer für August die Flotte des Monats sein wird. Da kommt es schon. Wir haben viele Fragen zur Lokalisation. Zwei insgesamt. Lokalisation, ja. Wann werden denn die romulanischen Missionen auf Deutsch übersetzt? Wir sind im Prinzip dabei, alle romulanischen Missionen zu übersetzen und sind schon einen Großteil durch. Habt ihr denn schon seit dem Update die neuen romulanischen Missionen neu gespielt, sag ich mal? Denn da müsste schon einiges getan worden sein. Weiterhin sind wir stets dabei, alles weitere zu übersetzen, was noch übrig ist und was im kurzfristig von Cryptic geändert wurde, verbessert wurde, etc. Unser Plan ist definitiv in den nächsten Tagen, Wochen, spätestens Monaten dann auch gerade die Inkonsistenzen und fehlenden Übersetzungen zu beheben. Haben jetzt wieder Hochdruck und arbeiten mit viel Mühen und Zeit an der Übersetzung von STO. Von daher nichts mit Jahren hier, sondern das soll bald geschehen. Ja, also genaueres zur Lokalisierung haben wir ein paar Minuten noch auf unserem Plänchen hier. Da gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten. Ja, aber wie gesagt, es wird weiterhin daran gearbeitet. Es wurde im letzten Patch am Donnerstag wurde ein Update eingespielt. Natürlich war noch nicht alles drin. aber wir arbeiten weiter dran und wie gesagt, in Kürze mehr. Die nächste Frage: Wird es für die Romulaner neue Schiffsbrücken geben? Im Moment haben wir an etwas anderem gearbeitet, was wir bald präsentieren werden, in wenigen Minuten. Aber Schiffsbrücken sind definitiv auch im Gespräch und werden bald oder demnächst implementiert. Ja, es liegt immer daran, wo für welche Dinge Zeit ist und wie die Prioritäten liegen. Brücken sind sicherlich auf dem Plan. Ist immer die Frage, wann und ob. Also mehr wann als ob. Aber ja, da muss man halt gucken, wo man es einschieben kann. Es ist immer eine Menge zu tun und man könnte vieles einem implementieren. Aber Brücken, ich würde auch gerne neue Brücken sehen, ganz klar. Eine weitere Frage: Wann können wir mit der Animation des romulanischen 1000-Tage-Schiffes auf Tribble rechnen? Beziehungsweise auf Holodeck? Wie gesagt, dazu kommen wir gleich, denn das ist einer unserer nächsten Punkte. Also habt noch ein wenig Geduld. Ja. Wie wäre es mit Schiffsinnenräumen für die Kistenschiffe anstelle von Brücken? Meinst du Schiffe oder anstelle von Brücken? Wie wäre es mal mit Schiffsinnenräumen für die Kistenschiffe anstelle von nur Brücken? Wahrscheinlich individuelle. Brücken in Kisten sozusagen. Ich denke individuelle Innenräume. Ich weiß es nicht. Erkläre das nochmal ein wenig. Aber generell, es ist immer. Generell ist, ihr habt recht, es sind zu wenige individuelle Brücken im Spiel. Ich würde gerne mehr sehen. Und auch die Innenräume an sich könnten mal sicherlich überarbeitet werden. Aber wie gesagt, es ist auf dem Plan. So viel kann ich sagen. Wann, ob es bald kommt, kann ich nicht sagen. Aber es ist unter den vielen Sachen, die gerne gemacht werden würden. Man muss nur sehen, wie man wofür die Zeit findet. Aber ja. Es werden auch Fragen zur Überarbeitung des PvP bzw. der Flottensysteme gestellt. Im Moment, wie im STO-Blog zum Status Quo auch beschrieben, wird an der Staffel 8 gearbeitet. Und da ist der Fokus auf einer Weltraumabenteuerzone. Und ich habe auch von Plänen für 2014 gehört, gerade was PvP betrifft. Flotten hatten ja schon einen Update, Ja. eine Mine zur Botschaft hinzu. Also da was Neues wird vielleicht noch etwas dauern, aber die anderen Bereiche,
Eher, denke ich Ja. mal. Ja, wie gesagt, zur Staffel 8, ihr habt es ja im Status Quo von SEO gelesen, hoffe ich doch. Ich hoffe, dass ihr immer schön unsere Blogs lest, denn dort erfahrt ihr alles aus erster Hand. Staffel 8 fokussiert sich auf Endgame-Content. Und es, wie gesagt, es wird neue Abenteuerzone geben. So viel können wir schon mal verraten. Oder es soll sie geben, aber es wird sie sicherlich geben. Neben vielen anderen Dingen natürlich. Und speziell zum PvP, ja. Genaues ist leider noch nicht auf dem Plan. Es soll irgendwann kommen, sicherlich. Ja. Gut, während du vielleicht noch ein paar Fragen sammelst, Ja, fahr fort. fahre ich mal fort und möchte über das Community-Treffen sprechen. Wie gesagt, im Chat haben wir einige gesehen, die schon dabei waren. Für die, die es nicht wissen, wir hatten. Ich muss mal umschalten. Wir hatten Anfang Juli in Berlin ein Community-Treffen mit euch. Nämlich war der US-CM, der Brandon, der Brandflakes, war für etwas mehr als einen Monat hier in unserem Büro, austauschmäßig. Und er hatte von sich aus ein paar Community-Treffen schon geplant, hier in Amsterdam, dann in London und in Schottland. Und da das eh schon lange auf unserer Liste war, mal ein Community-Treffen zu organisieren, und er dann ein Wochenende quasi freigeschoben bekam, haben wir uns überlegt, hey, warum nicht? Wir gehen nach Berlin, meine alte Heimatstadt, und treffen uns mit euch. Und was soll ich sagen? Es war der Wahnsinn. Wir hatten knapp 50 Leute da. Das war zum Vergleich bei den drei Treffen, die Brandon hier zuvor hatte, in Amsterdam, in London und in Schottland, ich weiß nicht, Glasgow oder Edinburgh, waren es zusammen vielleicht 20, glaube ich. Hier in Amsterdam waren es 4 Leute. Und wie gesagt, in Berlin, relativ kurzfristig, wir haben es, glaube ich, 2 Wochen vorher bekannt gegeben und schnell was organisiert. 50 Leute, das war echt der Wahnsinn. Und wir haben hier einen Blog für euch. Zusammenfassend erstellt. Ihr habt den sicher schon gelesen, aber ich will es euch nochmal zeigen. Wie gesagt, wir haben uns hier am Sony Center getroffen in Berlin und sind dann alle gemeinsam in den Tiergarten gegangen, haben ordentlich gequatscht, haben euch euer Feedback eingeholt und eure Fragen, soweit es ging, versucht zu beantworten. Wir hatten euch ein bisschen Romulan Ale ausgegeben, sehr köstlich, und auch noch andere Dinge. Unter anderem hatten wir auch noch dieses fesche SCO-Shirt herumgegeben und von jedem Teilnehmer unterschreiben lassen, der dort zugegen war. Ich habe es noch nicht aufgehangen hier, weil ich es euch eben hier nochmal zeigen wollte, aber wir werden es hier in unserem Büro aufhängen, als schöne Erinnerung. Und ja, also wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer, es war echt geil. Ja, wir waren abends nochmal in der Bar gewesen und haben den Abend dort ausklingen lassen. Also war echt fett. Und ja, wie gesagt, es war nicht nur zum Spaß, wir haben euch euer Feedback eingeholt. Und unter anderem haben wir eine Umfrage gestartet, vor einer Woche, glaube ich, auf SurveyMonkey, an der ihr auch zahlreich teilgenommen habt. Also auch dafür nochmal danke. Denn bei der Game, bei der, na, beim Community-Treffen habt ihr viele Sorgen geäußert. Wie die Lokalisierung, der Support, das Balancing im Spiel und so weiter. Und wir wollten halt dieses gebündelte Feedback nochmal auf die gesamte Community ausweiten und das gesamte Feedback einholen. Und ja, wie gesagt, einiges ist klar zur Lokalisierung. Ihr wünscht euch natürlich eine komplette Lokalisierung. Und es ist auch klar, dass euch die fehlenden deutschen Texte oder die falsch übersetzten Texte durchaus im Spiel beeinträchtigen. Einige Dinge, wie zum Beispiel das Balancing, wo ja wahrscheinlich vermutet wird, dass es sehr im Argen liegt und dass jeder damit unzufrieden ist. Dieser Punkt war ausgeglichen. Das heißt, die Leute sind generell mit dem Balancing zufrieden. Es hängt sicherlich auch ab, mit welcher Klasse dort gespielt wird. Wobei auch einige
Wissenschaftler und Technik habe ich gesehen, die durchaus mit dem Balancing zufrieden sind. Aber je nachdem, also trotzdem wird natürlich weiter auch am Balancing gearbeitet. Die Sorge war, dass Taktikerklassen bevorzugt werden, dass nur sie in SCFs gebraucht werden. Natürlich. Ja, wie gesagt, der wichtigste Punkt war die Lokalisierung, die wir eben schon mal angesprochen haben. Und ich kann sagen, nicht nur dieses Treffen, aber vor allem dieses Treffen und auch vor allem diese Umfrage und auch euer konstantes Feedback hatte einen Effekt. Es ist wieder, sage ich mal, Bewegung in die Lokalisierungssache gekommen. Die Sache ist quasi, ich sag mal, Chefsache. Wir haben es nach ganz oben weitergeleitet und ganz oben hat es nochmal nach weiter oben weitergeleitet, sodass endlich wieder ein bisschen Bewegung drin ist, dass Pläne geschmiedet werden und auch angegangen werden, wie das Ganze behoben werden soll. Wie gesagt, es wird ein bisschen dauern. Henry, wird sich da auskennen. Das ist nicht leicht. Das ist nicht was von heute auf morgen passiert. Und wir haben es auch beim Treffen schon mal angesprochen. Es gibt auch ein paar technische Probleme und es gab technische Schwierigkeiten, die auch erstmal behoben werden müssen. Aber wie gesagt, wir sind dran. Und nicht zuletzt durch euer Feedback und auch durch dieses Treffen und durch diese Umfrage hatten wir was Festes in der Hand, um das nochmal zu forcieren. Also ganz wichtig, ohne euer Feedback können wir halt auch nichts weiter dran verbessern. Also wenn ihr nichts am Spiel auszusetzen habt, dann sehen wir auch keinen Grund, was zu verbessern. Also immer schön meckern, sag ich mal, in einem konstruktiven und höflichen Sehr Weg. wichtig. Aber gebt uns eure Meinung und sagt uns euer Feedback. Ein paar kurze Fragen, die ich noch stellen würde. Wo Ja. hast du denn das Romulan Ale her? Das Rumble Wo in gibt's das? Ale. Ihr könnt das, also wir haben es zumindest im Internet bestellt. Ihr könnt es einfach mal googeln, wenn ihr wollt. Und dachten, das ist ein nettes Gimmick. Das nehmen wir euch mal mit zum Treffen. Und ja, wir haben es aus dem Internet. Ganz einfach. Es war ein Internetshop. Da kann man es bestellen. Auch zu recht humanen Preisen. Und ja, ist eine nette Sache. Spielst du denn selber STO? Ich spiele selber Ja? SCO, ja, in Okay. der Tat. So Meine ist. Chars, ich hab in jeder Fraktion einen Char. Ich habe einen Taktiker in der Föderation. Ich habe einen Techniker in der bei den Klingonen und bei den Romulanern hatte ich mir einen Wissenschaftler erstellt. Und ja, ich spiele selbst SCO. Ja, ich auch. Letzte, ja? Ich habe ja, Ja. habe alle Fraktionen gespielt, alle Missionen, Episoden, alle bis 50. Sind leider alles Taktiker, weil es am schnellsten geht. Aber ja, viele Schiffe ausprobiert und viele Content gespielt und probiert, rumexperimentiert. Also wir sind da schon dabei und wir wissen auch, können nachvollziehen, wo ihr eure Probleme habt. Ja. Ja, und das sind die Chars, mit denen ich auch die Foundry Spotlights quasi mache, Darfst durchspiele. du deinen Namen verraten? Ich verrate ihn mal nicht, aber ich denke mal, wir werden ihn in einem der nächsten Streams sicherlich mal sehen. Dann machen wir vielleicht mal was Wie zusammen. gesagt, ja, wie gesagt, zum Stream noch mal generell. Heute wollen wir ein bisschen mehr quatschen, aber für die Zukunft, und ihr könnt auch gern Vorschläge machen, was ihr denn sehen möchtet, aber für die Zukunft, wir können mal eine Sendung lang, nicht die ganze Sendung, aber wir können mal eine gespotlightete Fauna-Mission spielen und mal zusammenschauen, wie die so ist und nebenbei natürlich eure Fragen beantworten. Wir können mal versuchen, einen der Devs hierher zu holen. Ihr habt vielleicht den Neverwinter Stream verfolgt von den Deutschen oder ja, wahrscheinlich den Deutschen. Die hatten dort unter anderem den Lead Producer da, Andy Velasquez. Und vielleicht gelingt es uns auch mal, einen der Devs von Cryptic hier einzuladen und per Skype-Call und mit euren Fragen ein bisschen eine kleine Diskussion zu starten. Ich würde auch vielleicht gerne mal Foundry-Autoren hier einladen, vielleicht nicht nach Amsterdam, aber per Skype-Konferenz einladen, die dann auch mal direkt zu ihrer Mission was erzählen können oder die erzählen können, was sie sich denn hier beim Erstellen der Mission gedacht haben. Eine weitere Möglichkeit wäre, was wir gerade angesprochen haben, die Flotte des Monats, dass wir dort mal
den Flottenleader ranholen von der nächsten Flotte des Monats, vielleicht schon vom August, für die August-Sendung dann, und dort ein bisschen quatschen können. Also je nachdem, gebt uns da auch euer Feedback. Ja, wir haben viele, viele, viele Fragen. Hast du Lieblingsschiffe in STO? Lieblingsschiffe? Ich muss sagen, die Kumari. Die Kumari, ja, finde ich auch gut. Definitiv. Ja. Weiterhin die Armitage-Klasse. Ja. Und die Regent auf jeden Fall. Ich finde für meinen, also ich meine, ich mag viele Schiffe. Die Scimitar. Ja? Sieht natürlich sehr fett aus. Ja, je nachdem. Also ein bestimmtes Schiff ist je nach Char, den ich spiele, ob bei den Klingonen oder bei der Föderation. Aber ja, wenn ich nach dem Föderationschar gehe, jetzt sicherlich die Kumari. Die macht am meisten Spaß. Okay. Okay, wo wir gerade bei Schiffen sind, wird es denn neue romulanische Schiffe geben, gerade mit zwei Hangardecks oder Wissenschaftsschiffe? Ich denke mal, die Romulaner sind noch relativ neu und frisch. Ja. Und Kryptik hat sich da schon im Voraus was gedacht. Und da werden noch viele weitere Schiffe kommen, auf jeden Fall. Also da habt noch ein bisschen Geduld. Ich habe den Übersichtsplan gesehen für das nächste halbe Jahr. Da kann ich natürlich nichts von euch direkt mitteilen, was für wann geplant ist. Aber ich kann euch sagen, dass auf jeden Fall neue Schiffe darauf zu sehen waren. Für die Romulaner, für die Klingonen. Neue Schiffe für die Klingonen. Und auch für die Föderation natürlich. Und ja, je nachdem. Es ist in der Planung, ob es nun auch in diesem halben Jahr noch kommt oder nicht. Oder wann. Es kann immer mal was verschoben werden. Aber generell, und wie gesagt, die Romulaner sind sehr frisch, sind gerade mal 2 Monate alt. Da wird noch einiges kommen, natürlich. Ja. Okay. Jetzt frage ich dich doch. Neue Rassen in STO, beliebt gefragt. Ich glaube, wir haben noch momentan genug zu tun mit den Romulanern und der neuen Staffel, die wahrscheinlich nichts mit neuen spielbaren Rassen zu tun hat. Vielleicht mit anderen. Aber jetzt spielbare neue Rassen werden sich wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen. Ja, es kann noch eine Weile dauern. Was auch bei unserem Community-Treffen angesprochen wurde und was dort der Brandon enthüllt hat, es wird irgendwann eine neue Fraktion geben. Welche das ist, wurde nicht verraten. Aber es wird eine neue Fraktion geben. Das weiß selbst ich nicht mal. Aber Cryptic hat schon eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen in den nächsten Monaten, im halben Jahr, Dreivierteljahr, ich weiß nicht wann. Aber es wird sicherlich in der nächsten Zeit irgendwann auch neue Fraktionen geben, ganz klar. Ja. Viele, viele, viele weitere Fragen. Hast du denn einen Lieblingsschauspieler aus den Serien oder den Filmen? Schauspieler aus den Serien oder Filmen? Oder eine Rolle? Also ich bin persönlich ein Fan von Next Generation, das nächste Jahrhundert. Und ich mag einfach Picard. Vielleicht nicht zu sehr Picard, aber ich mag den Schauspieler sehr. Patrick Stewart. Du magst auch noch die Memes. Und die Memes. Also ich bin ein Fan von dem Schauspieler und ich finde ihn einfach cool. Und nicht zuletzt wegen ihm, glaube ich, gefällt mir auch Next Generation mit am besten aus all den Serien. Die anderen sind auch cool, aber Next Generation gefällt mir besonders. Hast du einen Favoriten? Ich bin weniger Fan von den alten Serien, ehrlich zu sein. Ich mag die neuen Filme. Die neuen Filme, ja. Ja, den neuen Khan, ganz besonders. Der war richtig gut. Khan. Ja. Okay, ich habe hier von einem Poker-Minigame gelesen. Also ich muss sagen, das höre ich zum ersten Mal. Ich denke mal, da müssen wir vielleicht nochmal nachhaken, wann das kam. Dass es geplant ist oder dass es gewollt ist? Es war angeblich vor sehr, sehr langer Zeit mal geplant. Okay. Meine Dinge haben sich geändert. Zeit ist vergangen. Das könnten wir auf jeden Fall nochmal aufwerfen. Also ich weiß, so auf der Brücke oder so, Pokerabend. Ich weiß, dass hier Leute im Büro gerne Poker spielen, nicht wahr? Ja, ja. Von Zeit zu Zeit. Richtig. aber ja, wie gesagt, also die Frage kommt mir bekannt vor aus den ganzen Fragt Cryptic Threads. Die kam, glaube ich, jeden Monat vor. Und aber Minigames generell, ob nun Poker oder andere, eine der Sachen, die sicherlich gerne gesehen wollen werden und sicherlich auch irgendwann kommen werden. Also ich kann mir nur so vorstellen. Okay. Genau ist leider noch nicht. Gut. Ja. Kommen wir zum Community-Treffen. Gibt es denn
Schon Pläne für ein neues, vielleicht woanders oder Ja, ja, um ein Programm. folgendermaßen, so sieht's aus. Wie gesagt, wir hatten das Treffen in Berlin, was sehr erfolgreich war. Ich habe es vorhin im Chat schon mal gelesen und wir haben es zusammen gelesen, dass ein bisschen spekuliert wurde, ob wir denn bei der Gamescom sind. Und wir können euch sagen, wir werden auf der Gamescom sein. So einfach ist das. Ja, ich nicht. Ja, ich werde hingehen, der Norman wird hingehen von Neverwinter, die Nadine wird da sein, die ihr vielleicht vom Neverwinter Stream kennt. Dann noch viele andere Kollegen und ein neuer Kollege von uns, von unserem Community Manager Team, eine neue Kollegin wird auch da sein. Und ja, wir werden auf der Gamescom sein, nicht im, wie sagt man, im Customer-Bereich, also Consumer. nicht im Consumer-Bereich mit einem Stand, sondern wir werden im Business-Bereich sein. Und, also wir werden keinen Stand haben, aber wir werden eben auch im Consumer-Bereich anzutreffen sein. Weitere Infos und Details werden wir in den nächsten Wochen euch noch geben, wo ihr uns genau treffen könnt, auf der Gamescom direkt. Wir werden sagen, wir werden in der Halle so und so viel sein. Ihr seht dort Nadine und die Caroline mit ihren tollen Kostümen. Beide? Beide, ja. Ja. Nette Cosplay-Kostüme. Und ja, wie gesagt, wir sind auf der Gamescom. Ihr werdet uns dort sehen. Wir bringen euch ein paar Goodies mit. Also es lohnt sich durchaus zu kommen. Und folgendes, wir werden sicherlich in den nächsten Tagen genaues bekannt geben, also einen Thread erstellen und auf Facebook alles bekannt geben und nochmal fragen, wer denn kommen möchte, wer kommen kann, wer kommen will. Und folgendes wissen wir jetzt schon, wir werden am, welcher Tag ist es denn? Ich glaube, ich habe ihn aufgeschrieben, der 24.8., das ist der Samstag. Dort werden wir dann am Abend, also wir werden am Donnerstag, Freitag, Samstag auf der Gamescom an sich sein. Und wir werden am Samstagabend versuchen, mit euch, je nachdem wie viele kommen, werden wir einen netten Abend verbringen, nachdem Gamescom vorbei ist, irgendwo in der Stadt in Köln, ein nettes Restaurant, eine nette Bar aussuchen und wo wir gemeinsam nochmal quatschen können und vielleicht sogar den Besucherrekord aus Berlin knacken können. Also je mehr, desto schöner ist es. Und ja, ich werde da sein und unsere neue Kollegin, die Caroline, wird da sein. Das heißt, ihr werdet sie dort auch kennenlernen. Also, ja. Ab wann werdet ihr da sein? Donnerstag, Freitag? Ja. Ab Donnerstag, wie gesagt, genaues muss ich noch nicht, aber ich glaube, wir haben jetzt festgehalten ab Donnerstag, dass wir werden Donnerstag da sein, den Tag über. Am Freitag werden wir da sein. Und auch am Samstag. Und am Samstag jeweils, wir werden einen Neverwinter-Treffen haben, das macht der Norman. Und auch ein SEO-Treffen am Samstag mit mir und der Caroline. Und ja, wer jetzt noch nicht oder wer noch am Überlegen war, ob er denn vielleicht am Wochenende dort mal hin trippen soll, ich hoffe, ihr kommt und ich hoffe, ihr kommt auch dann zum Community-Meeting. Wie gesagt, Details folgen. Aber ja, ich freue mich schon mal drauf. Gut. Vielleicht, ich weise noch mal drauf hin. Huch, hier war's. Und ich muss natürlich umschalten. Ich möchte mal auf unser erstes Gewinnspiel hinweisen. Auf Facebook. Nämlich könnt ihr dort gewinnen. Soll ich nochmal zeigen? Holt's nochmal, zeig's nochmal für Gerne. die später So, reingekommen sind. tolles Schachspiel. Ein Star Trek Schachspiel. Super geil. Oh. Nee. Noch eingeschweißt. Ich hätte es gern ausgepackt und mal Nein, gecheckt. das kannst du auch genau. Aber ja, und was müsst ihr dafür tun? Ihr klickt auf dieses Bild, unser Twitch-Livestream-Bild, das letzte oder das neueste, was auf unserer Facebook-Seite angezeigt ist. Und ihr teilt das. Ihr seht hier, es wurde 44 Minuten bereits geteilt. Ihr teilt das an eurer Wand und braucht eigentlich nicht mehr zu tun. Und nach dem Stream werden wir dann schauen, wer alles geteilt hat. Wir haben die Liste. Und aus dieser Liste suchen wir dann einen Gewinner aus. Und der darf sich dann über das Star Trek-Schachspiel freuen. So schaut's mal aus. Gut. So, Haben wir noch ein paar. natürlich haben wir Oh etliche je, Fragen. ja. Hast du denn gerne ein Feature, was du mal gerne in SEO sehen würdest oder selber einbauen würdest? Eine tolle Idee. Oder was dir vielleicht fehlt? Es gibt eine Menge Features, die ich gern sehen würde. Ob es immer auch mit Star Trek, mit dem Kanon vereinbar ist, weiß ich nicht. Aber generell würde ich vieles gerne sehen. Ich würde auch gerne mehr Minispiele sehen. Ich würde gerne
na, mir fehlen die Worte, ein Gebiets-PvP sehen. Oder PvP um Sternenbasen. Sowas zum Beispiel. Es gibt so vieles, was ich auch gern sehen würde. Wenn ihr im Forum euer Feedback postet und ich lese mir das durch, dann denke ich mir, ja, genau das würde ich auch gern mal haben. Und ja, solche Dinge. Mir fällt gerade nicht mehr ein, aber vor allem so ein Gebiets-PvP würde mir sehr gut gefallen. Ja, interessant. Da gibt es auf jeden Fall Luft. Weitere Fragen. Bezüglich den STFs, ob es da mal schwerere, längere oder komplexere Missionen gibt. Also ich kann mich daran erinnern, dass die STFs bewusst getrennt wurden und auch im Schwierigkeitsgrad geteilt wurden, damit sie halt mehrere Leute ansprechen, sowohl Casual Gamer als auch Hardcore-Zocker, Ja. Bodenliebhaber oder Weltraumfans, was auch immer. Pläne für komplexere oder größere Missionen gibt es vielleicht in der neuen Weltraumzone. Ja. Da kann man erstmal nur spekulieren. Wir haben es auf jeden Fall, weil das war auch ein Punkt, der beim Treffen auch genannt wurde, dass die Schwierigkeit in den SCS viel zu leicht ist. Einmal die Schwierigkeit. Dann das zweite Problem, dass vor allem das Balancing, vor allem bezogen auf STFs, dass dort theoretisch nur eine Klasse gebraucht wird oder eine Klasse nur Sinn macht, dass da ein bisschen mehr Varietät zu sehen ist. Und wir haben es natürlich auch neben der Lokalisierung mit aufgenommen und wir müssen einfach abwarten, was dahingehend passiert. Aber ich denke auch im STF-Bereich werden wir einige Änderungen sehen in Zukunft. Das ist noch nicht das letzte Wort, was da gesprochen wurde. Längere Tests, ja. Bezüglich Erweiterung von der maximalen Anzahl von Schiffsplätzen, Kostümoptionen, weiß ich noch nicht, wie viel genau hast du denn da? Ich kenne das Limit gar nicht genau, dass man da was tun müsste. Aber ja, wir können es weitergeben und mal fragen, wie Ja. das ist. Bodenfahrzeuge sehe 32 ich Schiffe gerade. und 33 Unfirmen. Holla die Waldfee. Respekt. Ich sehe gerade Bodenfahrzeuge, ob die Engine in der Lage ist. Ich denke, sie wäre in der Lage. Jedoch ist das auch eine der Sachen, die nicht auf der direkten Liste stehen. Ob wir das jemals zu sehen bekommen, ich weiß es nicht. Aber ich würde vermuten, ohne jetzt ins Detail über die Engine gehen zu können, dass das in der Lage ist. Und boah, vielleicht werden wir Bodenfahrzeuge auch mal sehen. Kann gut sein. Weiß ich genau nicht, leider. Der Fehler bezüglich der Sondergegenstände mit den Kistenschiffen oder den besonderen Schiffen aus dem Lobbystore ist bekannt und die Techniker arbeiten dran und entwickeln. Es ist ihnen bekannt, dass man gewisse Gegenstände nicht kaufen kann, aber wir arbeiten dran. Einfach so. Ja, wie Mehr kann ich nicht gesagt, sagen. ja, wir wissen, dass es noch Bugs gibt. Einige, möchte ich mal sagen, ja, seit Legacy of Remilis sind einige Bugs reingekommen. Es wurden viele der Bugs gefixt, aber es ist immer ein ständiges Spiel. Bei MMOs kommen immer mal wieder Bugs rein. Manche, wo man denkt, wie kann denn der jetzt reinkommen, aber es ist eben so. Und das Fixen dieser Bugs ist weiterhin ein wichtiger Teil. Und auch da muss man eben sehen, die Priorität, wie groß diese Bugs sind. Und dann noch das Gleichgewicht zwischen Bugs fixen, neuer Content und so weiter. Es wurde immer mal wieder vorgeschlagen, das Game doch mal 3 Wochen ruhen zu lassen und alle Bugs zu fixen. Das geht so nicht. Das wäre schön, wenn es einfach wäre, aber aus mehreren Gründen geht das nicht. Allein schon, weil zum Fixen der Bugs die Server gebraucht werden, um das direkt durchzuführen. Und auch, es würde wenig Sinn machen. Aber ja, also wir arbeiten weiterhin dran, auch an den Bugs. Da müsst ihr uns ein bisschen Geduld noch, ein bisschen Geduld mit uns haben. Ja. Ich möchte kurz Okay, ja, mal komm mal vor. weitermachen mit dem Programm. Ihr könnt gerne noch weiter eure Fragen stellen. Der Henrik kann die auch ein bisschen sammeln. Da gucken wir mal.
Und zwar gab es in letzter Zeit ein paar Blogs, die einige Neuigkeiten angesprochen haben. Und ich möchte mal ein paar mit euch durchgehen. Ein Blog, der mir sehr gut gefallen hat, war der Gastblog von Midnight Shadow 7, ein US-Spieler, über die Podcasts, die SEO-Podcasts. Das sind zumeistens Radioshows zum Thema Star Trek und SEO. Jeder mit verschiedenen Themen. Er hat die alle hier mal aufgelistet und er hat mal geschrieben, wie ihr dorthin kommt, welche es gibt, wie ihr Kontakt mit denen aufnehmen könnt, worum sich die einzelnen Podcasts drehen und so weiter. Ist eine sehr interessante Sache. Als der Brandon hier war, hatte ich auch ein Podcast-Interview mit ihm. Ich habe leider den Namen des Podcasts vergessen. Vielleicht finde ich ihn gerade hier. Nein, ich finde ihn nicht. Ich war auf dem Podcast und habe das Interview mit ihm zusammen gemacht und mir hat es sehr gut gefallen. Ich höre auch manchmal in den Priority One Podcast rein. Wenn euch die sind alle auf Englisch. Es gibt bisher noch keine deutschen Podcasts. Wenn ihr gerne mal deutsche Podcasts haben wolltet, gebt uns Feedback dazu, schreibt es im Forum oder am besten organisiert vielleicht was selbst. Wie gesagt, der Midnight Shadow hat es hier geschrieben. Es ist nicht sehr schwer, einen Podcast aufzubauen. Ihr könnt das mit ein paar Flottenkollegen machen, mit ein paar Freunden machen. Sucht euch ein Thema raus. Vielleicht ist eine kleine regelmäßige Show, einmal im Monat, vielleicht einmal in der Woche, die sich ein bisschen um SEO geht, um die Neuigkeiten in SEO und so weiter. Denn es wurden auch hier in den Comments schon mal gefragt, ob es denn deutsche Podcasts gibt. Ja, leider noch nicht. Aber wie gesagt, auch ich würde gerne deutsche Podcasts sehen. Und wenn ihr sowas vielleicht machen wollt, oder ihr wisst, ihr kennt Leute, die eh schon ein bisschen extrovertiert sind und gerne reden, dann sprecht sie doch an. Und die sollen dann mich ansprechen. Denn ich kann euch da vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen und euch Tipps geben, Kontaktstellen geben und das dann auch ein bisschen promoten für euch. Also ich würde es sehr gerne sehen. Und wie gesagt, der Gastblog, den findet ihr auf unserer Webseite. Wann war der Blog? Ich schaue mal eben nach. Der war aus der letzten Woche am 15.07. Sehr lesenswert, wenn ihr noch nicht gelesen habt. Und ich hoffe, dass da in Zukunft auch Podcasts, deutsche Podcasts kommen werden. Also ich würde mich sehr freuen. Ein weiteres Thema ist Ark. Ark, wie gesagt, ihr habt vielleicht vorher schon mal den Core-Client gesehen. Das ist eine Art, wie eine Art, ja. Steam. Eine Art Steam. ein Community-Programm, in dem die ganzen Perfect World-Spiele gebündelt spielbar sind und eben auch ihr unter euch mit euren Freunden interagieren könnt. Ark ist, ihr müsst das einfach installieren. Ark wird dann euer Star Trek Online automatisch erkennen. Und wie gesagt, ihr habt das In-Game Overlay, wie ihr es zum Beispiel aus Steam kennt. Könnt mit euren Freunden chatten, dies und jenes. Und wie gesagt, mit Ark sind wir noch am Anfang. Das heißt, es sollen eine Menge Features kommen. Es sollen vielleicht Accolades kommen, Errungenschaften, wie ihr es eben von anderen solchen Programmen kennt. Ja, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren. Es kostet nichts, es ist komplett frei. Und uns Feedback dazu zu geben, das könnt ihr in unserem deutschen Forum machen und ich leite es dann weiter. Oder ihr könnt es auch direkt im US-Forum machen, wo ihr vielleicht auch mit den Devs direkt interagieren könnt. Und ja, wie gesagt, ihr habt hier in dem Blog den Download-Link und so weiter. Und probiert es gerne echt mal aus. Also mir gefällt es ganz gut. Und wir wissen, dass es noch, ich sag mal, nicht zu viele Dinge damit anzustellen sind, aber es wird kommen. Und es ist eine nette Sache, vor allem wenn ihr mehrere unserer Spiele spielt, das Ganze gebündelt zu haben und mit euren Freunden dort zu interagieren. Ich schaue es auf jeden Fall mal Man an. muss dazu sagen, wenn ihr das Spiel neu spielt, als neuer Benutzerspieler, dann
werdet ihr nicht drum rumkommen, ARK zu installieren. Und das Spiel Ja. hat den Vorteil, dass ihr auch alle anderen PvE-Spiele sehen könnt und ganz leicht über die Plattform installieren, spielen, ihr könnt aufs Forum zugreifen, mit Freunden in Kontakt treten, alles Mögliche. Momentan könnt ihr euren bestehenden Account weiterhin über den StarTalk Launcher nutzen und auch das Spiel. Auf lange Sicht wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass alle den ARK-Client nutzen werden, gehe Ja, ich. also wie gesagt, keine Panik, ihr Aber könnt das wird noch weiterhin dauern, ja. Wir werden euch darüber informieren, wenn es so kommt. über den SCO-Launcher ins Spiel kommen. Aber wie gesagt, ja, neue Downloads, ihr werdet, wenn ihr hier auf unsere Download-Seite geht, werdet ihr sehen, dass ihr mit ARK jetzt reinkommt. Und wie gesagt, es ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Es ist weiterhin in der Entwicklung und es wird sich in den nächsten Monaten noch einige neue Features geben, die ganz cool sein werden, denke ich. Ja, die Zeit schreitet voran. Ich denke, wir haben noch ein paar ganz wichtige und spannende Oh, Tatsache. Informationen, die wir Dann gehen wir vielleicht. mal schnell weiter. Ein weiterer Punkt, auf den ihr euch sehr gefreut habt und auf den ihr euch, wo das Feedback schon sehr gut ist, das neue Trägerbefehlsmenü. Im Moment Tester auf Tribble. Henry kann Ich ein habe es bisschen gespielt, was ja. Ich habe dazu mir sagen. ein Trägerschiff genommen und es sieht im Prinzip genauso aus, wie man es auf dem Bild sieht. Man sieht jetzt also all seine kleinen Schiffchen, die im Weltraum rumschwimmen und kann ihnen Befehle ergeben. Sehr hilfreich, weil man sieht halt, wie viele Leute jetzt wirklich, wie viele Schiffe wirklich draußen im Weltall kämpfen und ob man denn jetzt eine neue Staffel anfordern muss oder nicht. Die Befehle reagieren sehr gut, haben eine gewisse Verzögerung, also gerade das mit dem Zurückrufen, das dauert ein Weilchen, bis die Schiffe wieder da sind. Also es wird keinen Spam der Angriff, Verteidigung und sowas geben. Also Ja. eine gewisse Umstellung brauchen die Schiffe schon. Das Leveln der Schiffe, es dauert eine Weile, sag ich mal so. Aber der Effekt ist auf jeden Fall spürbar. Ihr solltet trotzdem auf eure Schiffe Acht geben und die nicht kamikaze-mäßig irgendwo rein jagen, es sei denn, sie sind dafür gedacht. Ja, aber an und für sich, endlich eine gute Übersicht. Freut mich Ja. auf jeden Fall zu sehen und für alle Trägerschiff-Captains definitiv eine super Sache. Auf jeden Fall, ja. Ja, und wie es hier steht, ihr könnt es immer noch derzeit, es wird getestet auf dem Testserver, auf Tribble. Das heißt, ihr könnt es auch testen. Kopiert einfach euren Charter drüber und schaut euch das mal an, ganz leicht. Ich denke mal, es wird auch nicht allzu lange dauern, bis es dann auch auf Holodeck da sein Ja, wird. in der nächsten Zeit, ja. Und ja, wie gesagt, testet das, gebt uns euer Feedback in unserem Forum am besten. Wir leiten das immer weiter. Und ja, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, nur so können wir sehen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wo es noch hapert und wo Handlungsbedarf ist. Aber wie gesagt, also das ist auch eine Sache, die mich sehr freut hier, dass das endlich mal da ist. Und ja, schaut es euch gerne mal an. Kurz noch zum nächsten Thema. Hatten wir es hier? Ne, ich habe es gar nicht hier. Wir machen uns gerade mal groß. Die Legacy-Pakete. Wie ihr wisst, mit Legacy of Romulus und auch vorher schon haben wir Pakete eingeführt. Das sind Zusatzpakete, ihr musstet sie nicht kaufen. Wir hatten das Legacy-Paket und das Starter-Paket. Und vor allem im Legacy-Paket gab es so ziemlich alles, was es an neuen Content für die Romulaner gegeben hat. Es gab Ingame-Titel, es gab Schiffe, es gab Uniform. Uniformen, es gab Kistenschlüssel. Alles. Und ihr könnt euch erinnern, wir hatten anfangs ein Angebot, was vergünstigt war. Der Preis hat sich vor einiger Zeit erhöht, aber ihr könnt euch freuen, denn die Legacy-Pakete wird es im C-Store geben. Gibt es? Gibt es, die gibt es bereits im C-Store. Das heißt, ihr könnt sie euch für Umme erarbeiten im Spiel. Es kann vielleicht ein bisschen dauern, um den kompletten Preis euch zu erarbeiten. Aber zumindest könnt ihr euch quasi wie Zen im Spiel arbeiten und das Paket teilfinanzieren. Wenn ihr also bisher gezögert habt, ob ihr das Starterpaket oder das Legacy-Paket euch holen möchtet, jetzt ist die Chance, darauf hinzuarbeiten und
vielleicht euch den Preis zumindest ein bisschen zu verringern, indem ihr euch diesen in-game erarbeitet. Also, ja. Kleiner Service. Gut. Und dann. Oh, wir müssen tatsächlich uns ein bisschen sputen. Ganz kurz, aber wir hatten da einfach schon drüber geredet vorhin. Der Status Quo von SCO. Ihr seht es gar nicht, weil ich hier schon auf dem falschen Screen bin. Letzte Woche von Dan Stahl verfasst, dem Executive Producer, der wie gesagt einiges an Ausblicken gegeben hat, was kommen wird. Wie gesagt, Staffel 8, Endgame Content, neue Space Zone und so weiter. Er hat auch über die Events gesprochen, wie Qs Winter Wunderland. Das heißt, auch in diesem Winter wird Q wieder was für euch bereit haben. Auch das Gateway. Es ist nicht in Vergessenheit geraten, es wird weiter auch am Gateway gearbeitet und auch dafür wollen wir euch ein paar neue Features geben. Das heißt, wenn ihr den Blog noch nicht gelesen habt, den Status Quo von SEO im Juli 2013, lest euch durch auf unserer Webseite, um auf dem neuesten Stand zu sein, von Dan Stahl persönlich. Und ja, ich sehe, wir haben schon weit nach 9 Uhr. Das heißt, Ja. wir schauen mal auf die Webseite. Da wird es nämlich was Schönes zu sehen geben, worauf ja bestimmt lange gewartet Bam, habe. der Dev-Blog Nummer 33 über die romulanischen Veteranenbelohnungen. Yay! Dann klick mal drauf. Endlich! Was gibt's denn? es gibt eine Menge geiles Zeug. Ihr seht es hier. Ein exklusives Schiff für als 1000 Tage Belohnung, den schweren Deimos-Zerstörer. Lest euch am besten selbst durch, vielleicht noch nicht sofort, denn wir haben gleich noch ein Gewinnspiel für euch, aber es ist schon dort, oder wenn ihr einen zweiten Screen habt, öffnet ihn ruhig mal dort. Aber wie gesagt, die Veteranenbelohnungen sind endlich da, beziehungsweise werden kommen. Ich habe es gar nicht gesehen, wann die kommen werden, aber sie sind da. Ihr seht hier Daten zu den Schiffen. Alles weitere, Bilder und so weiter, 900 Tage Belohnung, exklusives Schiffmaterial, exklusive Kostüme, da könnt ihr mal draufklicken und euch die auch so ansehen. Das heißt, ja, für euch, die Veteranen sind uns sehr wichtig, sie unterstützen uns, obwohl sie es nicht müssen. Dafür danken wir euch, darum gibt es diese Veteranenbelohnung. Wir haben hier noch einen kleinen Schiff, den Commander Rick. Viele coole Sachen. Eine besondere Uniform, nochmal. Und so weiter und so fort. Oh, einer hat es doch schon gelesen. Und finde es auch extrem geil. Das stimmt. Also, wie gesagt, die Belohnungen sind da. Beziehungsweise bald kommen. Und ja, wir freuen uns, dass wir euch die endlich bringen können. Und ihr habt lange drauf gewartet, aber. Es ist endlich soweit. Wie gesagt, schaut mal rein in den Blog, frisch gepostet, vor kurzem. Und ja, bevor ihr das tut, jedoch, möchten wir noch gleich mal das erste Gewinnspiel auflösen und noch ein zweites Gewinnspiel starten mit euch. Und zwar, beim Share to Win haben wir euch das Star Trek Schachspiel versprochen. Jetzt haben wir noch ein paar Cent für euch. In der Summe nämlich 2500. Die Summe haben wir uns überlegt, weil dafür das ein oder andere Schiff zu erstehen ist. Das heißt, ihr Leute hier im Stream, ihr könnt euch auf die Schnelle mal 2500 Cent verdienen. Und wir haben uns eine kleine Quizfrage überlegt. Die ist nämlich folgende. Oh. Ich muss gerade überlegen, nicht, dass ich die falsch rüberbringe. Also hört genau zu. Und wie nachdem der erste von euch, der im Chat die richtige Antwort gibt, komplett mit richtiger Schreibweise und so weiter, Die du dem, kennst. ja, die kenne ich, dem werden wir die 2500 Sen dann übertragen. Also wir machen das, ihr gebt uns dann euren Accountnamen und so weiter und wir übertragen euch die Sen. Also hört zu. Ihr habt den Film Into Darkness wahrscheinlich gesehen. Und Scotty wurde von einem Schauspieler gespielt, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen werde, denn sonst ist es vielleicht zu leicht. Aber Scotty, der Schauspieler von Scotty aus Into Darkness,
ist bekannt geworden, zumindest ist er mir bekannt geworden, aber es ist, glaube ich, einer seiner größten Filme und auch einer seiner lustigsten Filme, durch eine Zombie-Parodie. Ein britischer Film. Der Schauspieler von Scotty aus Into Darkness war in einer, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wann es war, 2007, in einer Zombie-Parodie zu Ja. sehen. Okay, und die Wie heißt heißt so. Gut. Oder so. Es ist. Ja, es ist Shaun of the Dead. Es ist Shaun of the Dead. Ein Moment. Es ist Shaun of the Dead. Meiner Meinung nach, ich schaue es jetzt doch nochmal nach, weil ich jetzt nicht sicher bin. Aber meiner Meinung nach wird es mit einem U geschrieben. Aber ich überprüfe das mal. Es ist mit einem U geschrieben. Nämlich ist es Simon Pegg? Genau, Simon Pegg. Ein genialer Schauspieler. Das heißt, Shaun of the Dead mit U. Wer ist es denn? Of Es ist der Jack. Ein Bekannter aus dem SCO-Forum, Jack Reed. Ist er, oder? Der ja, das erste ist er. war leider knapp Das daneben. war mit W. Ja. Das war der mit O, und das ist richtig. Es Ja. ist Shaun of the Dead. Herzlichen Glückwunsch an Jack. Nicht Disneyland, aber 2.500 Cent. Glückwunsch. Deinen Namen habe ich ja eh schon im Forum. Aber du kannst mir auch gerne nochmal zur Sicherheit nachher im Forum eine PM schicken, damit ich auch ganz sicher gehe, dass ich den richtigen habe. Aber ja, herzlichen Glückwunsch, 2500 Zen. Hol dir was Schönes davon, vielleicht ein Schiff, vielleicht ein paar kleine andere Dinge, wer weiß. Oder du, wenn du das Legacy-Paket noch nicht hast, ich weiß gar nicht, nimmst schon mal als Anzahlung dafür, keine Ahnung. Aber ja, herzlichen Glückwunsch und das freut mich sehr, dass du gewonnen hast. Und ja, wie gesagt, was wir jetzt noch machen werden, nach der Sendung, die gleich vorbei sein wird, schauen wir uns nochmal an, ich kann es nochmal hier zeigen, unser Share-to-Win-Gewinnspiel auf Facebook. Ich gehe gleich nochmal durch die Liste durch und werde einen Gewinner ziehen. Werde schön mit einem Online-Würfel auswürfeln. Den Gewinner werde ich auf Facebook gleich bekannt geben. Und ja, wie gesagt, abschließend möchte ich nochmal sagen, erstmal danke, dass ihr alle hier wart heute Abend. Es war doch einige Leute da. Wie gesagt, wir würden das gern regelmäßiger machen. Wie gesagt, gebt uns mal Feedback, vor allem zur Zeit, wie es euch vielleicht am besten passen würde. Ob ein bisschen früher schon gehen würde. Oder ob es 20:30 Uhr generell eine ordentliche Zeit ist, in der Woche, am Wochenende, welche Themen wir ansprechen sollen, welche Devs wir mal ins Boot holen sollen, ob wir mal Foundry-Missionen spielen sollen, ob wir was anderes organisieren wollen. Kommt ran mit euren Ideen und Poker können wir auch mal machen. Wir können uns hier mal gerne im Casino treffen. Aber ja, generell hat mir sehr gefallen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, Henry, wie hat es dir gefallen? Gute Sache, ja. Ich hätte gerne mehr Fragen beantwortet, aber wir haben ein straffes Programm uns vorgenommen Ja. und ja, das. Wir haben viele gute Fragen gelesen. Ich habe die auch im Hinterkopf, also keine Sorge. Werde viele davon weiterleiten und mir einige ankaufen. Was mache ich auf? Ich mache einen Thread auf. Ach Du? so, ja. So Ja, zum Vorschläge? Vorschlag, ich kann gerne einen Thread aufmachen. Ob nun heute Abend, weiß ich nicht mehr, vielleicht morgen. Wenn nicht, Kati, dann kannst du auch gerne einen aufmachen. Oder vielleicht einer meiner Mods, die gerade zusehen, können auch gerne Feedback-Thread aufmachen. Aber ja, wie gesagt, mir hat es sehr gefallen. Dir Ja, hoffentlich auch. na klar. Und Henry ist sicherlich auch gerne beim nächsten Mal dabei. Ja, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Genießt das Wetter noch ein bisschen. Hier wird es bald ein bisschen umschwingen. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Warm. Aber wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf die Tage.